Ein kolumbianischer Fitnesstrainer vergisst in den 90er Jahren seine Musikkassette zu Hause und muss mit seinen Kassetten aus dem Auto aushelfen. Er improvisiert auf Latin- und Salsa-Sounds, zu diesem Zeitpunkt völlig untypische Rhythmen für eine klassische Fitnessstunde. Doch er hat Erfolg damit. Die Geburtsstunde des Zumbas. Zuerst verbreitet sich die neue Trendsportart in den USA, ehe mittlerweile in über 125 Ländern Zumba-Kurse angeboten werden. Eine Sportart für jedermann, so zumindest die Aussage auf Seiten der Fitnessfreunde. Angeblich können diese Sportart sogar Senioren und unsportliche Menschen ausüben. Und siehe da, auch Sportmuffel Anna kommt beim Training auf den Geschmack. Mit Elementen aus den unterschiedlichsten Tanzstilen werden Spaß an der Musik und die kreative Bewegung in den Vordergrund gestellt. Die Tanzschritte werden dann mit Aerobic-Elementen wie Kniebeugen verknüpft, um den Belastungsgrad zu steigern. Ja, liebe Zuschauer, den Unterschied zwischen mir und diesen beiden Damen haben Sie wahrscheinlich gesehen. Das sind die Profis und ich bin absolute Anfängerin. Warum hat es denn bei mir jetzt so ausgeschaut, wie es ausgeschaut hat? Weil das erste Mal war und man einfach ein bisschen Übung braucht. Was ist denn das Schwierige am Zumba? Es waren ja wahnsinnig viele Schrittfolgen und total schnell. Ist es immer so, dass da nicht viele Ansagen gibt, dass man einfach reinkommen muss? Ja, also natürlich kommt man in das Ganze rein. Es gibt einfach verschiedene Stilrichtungen und Grundschritte, die sich schon auch immer wiederholen. Aber es wäre ja langweilig, wenn es immer das Gleiche wäre. Von dem her muss natürlich ein neuer Schwung auch rein. Wobei man sagen muss, wenn Leute vorher irgendwie was mit Tanzen oder Aerobic gemacht haben, dann kommen die natürlich schon schneller ins Zumba rein. Unter Fachleuten wird Zumba als anspruchsvolles Ganzkörpertraining gehandelt. Es eignet sich vor allem zur Verbrennung von körpereigenem Fett. Was so unscheinbar vor über 20 Jahren in Kolumbien begann, hat sich mittlerweile zu einem wahren Fitness-Hype entwickelt. Für Senioren und Kleinkinder werden unterschiedlichste Schwierigkeitsgrade angeboten. Es wird immer darauf eingegangen, eben welches Publikum das man hat. Es gibt ja extra auch diese Zumba-Gold-Kurse, die dann eben für Senioren sind, aber natürlich nicht nur Senioren. Auch wir haben ganz viele Junge drin, die jetzt Probleme haben im Rücken oder mit den Knien oder irgendwelchen Gelenken, die dann sagen, sie wollen das einfach nicht. Oder welche, die wieder einsteigen wollen, die eine Zeit lang jetzt nichts gemacht haben, die sagen, sie müssen jetzt langsam wieder die Kondition aufbauen. Und da ist das eigentlich genau der richtige Kurs. Der Erfolg gibt der Sportart Zumba recht. Immerhin üben mittlerweile mehr als 12 Millionen Menschen diese Sportart aus. Anna hat bei ihrer ersten Zumba-Stunde richtig viel Spaß. Wir beweisen, diese Sportart ist definitiv etwas für jedermann. Just take it slow. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.